Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Fall Guys. Es geht mit dem Türenlauf los. Es gibt wieder ein neues Update. Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich wieder ein paar neue Karten. Wäre gar nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn sie hier auch mal drankommen. Nicht immer dasselbe. Oh, was ist das? Der Hammer. So, wo starten wir denn? Natürlich ganz hinten, wie immer. Sind auch die Batterie leer. Klassiker. Wie immer. Oh. War heute mal im neuen Assassinen-Outfit unterwegs. Vielleicht bringt es ja Glück, aber aktuell sieht es nicht danach aus. Ist jetzt gerade erst aufgefallen, dass hier unten die Dinger sich bewegen. Hat ein bisschen gedauert. Aber ich hoffe mal, dass wir da noch vorne dabei sind. Es sollte reichen. Hoffentlich. Jawohl. Erste Runde mit Bravour bestanden. So kann es gerne weitergehen. Und was war denn heute hier bei der WM los, Leute? Argentinien verliert gegen Saudi-Arabien 2-1. Und Polen spielt unentschieden gegen Mexiko. Und wer war der andere? Ah ja, die Dänen haben auch unentschieden gespielt gegen Tunesien. Also heute hätte man mit dem richtigen Tipp viel Geld machen können. Das Hindernisrennen. Leider wieder keine neue Karte. Enttäuschen. Und Manchester United hat sich von Ronaldo getrennt. Also die Fußballwelt aktuell, heute, steht total auf dem Kopf. So. Und schon wieder ganz hinten. Oh, da ist Godzilla. Und Godzilla ist runtergefallen. Da vorne läuft Mickey Maus. Heute ist jeder da. Boing. Oh, Godzilla hat wieder aufgeholt. Da ist er. Das Alien ist auch am Start. Hier ist noch der Schrimp ist auch da. Oh, das hier war nicht so schlau. Und wir sind noch dabei. Nächste Runde geht's weiter. Beste 50. Oh, die Maus ist raus. So, wir haben sogar zwei Aliens, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Godzilla ist noch da, der Schrimp ist da. Was soll da noch schief gehen? Komm, jetzt mal eine neue Karte, das wäre jetzt eigentlich echt mal Röhrenträume. Jetzt wird es interessant. Hatten wir die oder hatten wir die nicht? Das ist hier die Frage. So was Ähnliches hatte ich auf jeden Fall schon gespielt, aber ich weiß aktuell nicht, ob es die gleiche ist. Nein, die hier hatten wir definitiv noch nicht. Sehr cool, freut mich. Fliegen wir bestimmt jetzt auch direkt raus. Oh, und wir sind mal nicht letzter. Nicht letzter, aber das hier war's. Der Spielstart total vermasselt. Oh.
kann man nur so viel Pech haben wie ich heute. Oh, was ist das denn? Komm schon. Das Schlimme bei der Karte ist eigentlich, man sieht ja nicht mal. Toll, danke. Man sieht ja nicht mal, wie viel da man eigentlich ist. Oh. Aha. Das Alien hat heute auch keinen guten Start erwischt. Aber es sind noch ein paar andere vor uns, also. Toll. Danke, Spiel. Merkt ihr, wie das Spiel mich heute hasst? Ich und das Alien. Ja, das hier war es. Toll, danke, Spiel. Ja. Der Schrimp ist auch raus. Die coolen Kids sind raus. Ich esse jetzt meinen Döner. Ein Alien hat es tatsächlich geschafft. Ja, aber da es ja ein bisschen kurz ist, gibt es jetzt noch eine kleine Runde. Vielleicht haben wir ja was gewonnen. Oh, 2600. Seht mal einer an. Und 100 von den komischen Sternen. Mann, sind wir gut. Es kann nur besser werden. War echt nicht meine Runde, obwohl die Karte eigentlich ganz cool war. Habe aber den Anfang verpennt. Und danach, ja, ging es eigentlich nur noch bergab. Das ist das neue Kostüm, das bringt einfach kein Glück. Sehr enttäuschend. Schauen wir mal, vielleicht ist es in der nächsten Runde. Die Karte kenne ich auch schon. Bahnkampf. Aber die war eigentlich ganz cool, aber auch ziemlich einfach. Auf jeden Fall mal für mich. Ja. Jetzt fliege ich als erster raus. Na komm. Aber merkt ihr, dass das Spiel mich wirklich hasst? Ich starte immer als letzter. Ah, das ist gar keine Maus, das ist ein was weiß ich. Ich habe das wäre so Mäuseohren. Ist halt aber unfassbar laut, das Spiel. Oder kommt es mir nur so vor? Oh, und dann den Top 10. Die ersten 10 haben wir. Einwandfrei. Immerhin hat es diesmal jeder geschafft, sich zu qualifizieren. Ich glaube, das letzte Mal sind sogar welche hier rausgeflogen. Oh, wir haben wieder das Mammut und den Papagei. Oder wie es auch immer heißt. So, jetzt wieder eine neue Karte.
Das ist neu. Interessant. Puzzlefahrt. Folge der Linie, die zum richtigen Ausgang führt. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Puzzeln ein Profi. Fall ich jetzt über. Mann, ich bin so richtig gut, wisst ihr das? Ich bin so gut. Aha, ich hab's geschafft. Haha, hä? Da seht ihr mal. Ich hab das Rätsel gelöst. Oh, warum bleib ich hier liegen? Oh, immer lande ich an so einem anderen, das gibt's doch nicht. Ich hab's geschafft. Direkt auf Anhieb. Sind das eigentlich immer wieder dieselben? Nicht, dass ich mich hier wieder zurück teleportiere. Doch, irgendwie schon, ne? Man müsste eigentlich echt das Ding hier mal durchgehen. Wer bitte schafft das hier? Er springt sogar daneben. Ja, es sind noch 25 Sekunden und ich würde mal behaupten, ich schaff's nicht. Ich lehne mich da mal weiter aus dem Fenster. Wir hätten einfach den Pfad folgen sollen, dann wären wir jetzt schon da wahrscheinlich. Jetzt komme ich weiter, jetzt. Na egal. Erste Runde, ne, zweite Runde. Die neuen Karten, ich kann es euch sagen, Leute, die haben es in sich. Nein, das nächste Mal, wenn ich die hier spiele, muss ich echt mal schauen, ob das ich mir das mal auf dem Boden mal anschaue und nicht blindlings reinrenne. Aber ja, so bleibt die Folge jetzt wenigstens kurz. Schade. Da unten hängt einer. Ah, jetzt hat er es geschafft. Oh, warte, es geht weiter. Das war nicht die Absicht. Und schon wieder eine neue Karte und ich bin nicht dabei. Das nächste Mal. Das muss ich nur noch beenden. Dann schauen wir, ob wir noch was an Gewinnen abgrasen. Den Captain da will ich haben. Oder den Oktopus. Müssen wir mal schauen, dass wir das alles freischalten. Oder hinten die Ente. Die Ente, die Möwe. Der heißt auch cool. Oder hinten das Monster. Ist eigentlich jeder cool. Naja, fast. So. Was haben wir jetzt? Nichts. So erfolgreich. Nichts gewonnen. Na, ich muss die. Die Tage hole ich wieder mal eine Folge auf. Vielleicht gilt es dann immer noch. Naja. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt haben wir hier den Bildschirm, der schwarz ist. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.